Von Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Kart 8 Online Deluxe Strecken Ultra Pass Booster. Im letzten Part haben wir versucht, ein paar Strecken vom N64 zu fahren, hat so semi geklappt. Und jetzt machen wir dasselbe über den Gamecube und reden auch ein bisschen darüber. Da ist es diesmal wieder andersrum, diesmal kann Flo halt deutlich mehr sagen. Oder der Gamecube. Ich mag ihn. So, das war's dann auch mit dieser Folge. Wir haben mal dazu nichts zu sagen. Gamecube gibt's halt echt nicht so viel, ne? Ich suche hier was. Hä, wo ist die? Ich nehme, glaube ich, eine meiner Lieblingsstrecken. Die du wahrscheinlich auch gerade suchst. So, mach hin, ne? Nee, die suche ich nicht, aber ich wollte eigentlich Yoshi fahren. Naja. Die gibt's doch gar nicht. Was? Die gibt's hier nicht. Natürlich gibt's die. Nein. Können wir gleich durchgehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die nicht gab. Die gab's von Mario Kart 2, aber die gab's hier nicht. Das zweifle ich sehr stark an. Dann google doch nebenbei. Nein, wir googeln die. Ich gucke gleich. Guck mal, ich fahr jetzt Kamek. Und du passend dazu ein Charakter, der zum ersten Mal in Mario Sunshine vorgekommen ist. Das habe ich sogar einen passenderen Gleiter, den ich im letzten Part noch freigeschaltet habe. Ey! Ich hab doch die Banane. Ja, das passiert mir auch sehr oft. Ja, wenn es halt zu seitlich fliegt, dann bringt... Alter, guck dir Bowser an. Wie er abgeht. Naja, jedenfalls, Gamecube. Ja, wie kam ich dazu? Mein Bruder hat den Gamecube, ich habe vorher da gezockt, auch Mario Party. Und da wollte ich immer, da gab es ein Spiel, da konnte man so ein Insekt aussuchen, ja? Und musste, kann man ganz schnell sein. Bei einer Schnecke musste man immer A drücken, wann sie am längsten war. Beim Grasshopper, den ich am liebsten mochte, weil er grün war, musste man eine ganz schwere Typenkombination. Knopfkombination drücken. Und ich konnte das nicht, aber ich wollte immer den unbedingt haben. Und dann war ich immer sehr schlecht, dann war ich traurig. Wenn du bei Insekten einfach nur nach der Farbe gehst. Habe ich irgendwann den Gamecube bekommen von meiner Schwägerin Bruder. Und da auch ein paar Spiele. Irgendwann wollten die Spiele wieder haben. Und dann hatte ich nur noch ein paar Spiele, die ich mir dann selber gekauft hatte. Ja, in letzter Zeit habe ich mir mehr Spiele gekauft. Aber bis dato habe ich ja immer noch keine 30 Gamecube-Spiele. Aber auch, weil die meisten einfach sehr teuer sind. Und viele mögen den Gamecube ja nicht. Ich mag ihn sehr. Es sind sehr gute Spiele drauf, wie Luigi's Mansion, wie Mario Sunshine, was auch sehr in der Kritik steht. Jan, was hast du? Wir haben es ja gespielt. Ich mag halt einfach, was halt auch der Hauptkritikpunkt von vielen anderen ist, mag die Steuerung einfach nicht. Ich finde, der spielt sich halt einfach richtig schwammig. Und ich finde auch viele von den Missionen. Also es gibt coole Missionen, aber viele finde ich auch irgendwie sehr lame. Gut, Mario 64 hat das auch nicht die spannendsten Missionen. Muss man dann auch wieder dazu sagen. Aber darum geht's ja jetzt gar nicht. Na super, ich krieg den Start. Ja, aber für mich war es halt so ein bisschen Kindheit. Natürlich auch die blauen Münzen, die es da gab. Paper Mario ist ein gutes Spiel. Und die ganzen Mario Sportspiele bin ich ja eh Fan von. Oder Mario Golf Toadstool Tour. Oder Mario Baseball. Mario Baseball, vor allem mit Bewegungsstrom auf der Wii, aber auch das Game. Kann man sich nicht beschweren. Also Baseball mit Wii habe ich einfach immer im Kopf, wie ich bei dem. Ich glaube, das war Switch Sports einfach. Wo ich da meinem Bruder voll den Baseball. Also mit diesem Add-on sogar, das hat so ein Baseball-Sticker drauf, ist das voll mein Bruder im Kopf. Du meinst Wii Sports, das war Switch Sports. Ja, gut möglich. Meine Wii Sports. Ist richtig. Stimmt, da gab's aber alles. Da gab's das ja auch mit dem Tennis. Gut, das kannst du dir für die Switch auch kaufen. Halt nicht offiziell, glaube ich. Dass sie das nicht inoffiziell haben, aber kannst du halt trotzdem kaufen. Aber verkacke ich immer kurz vor Ende. Weiß ich nicht. Aber es läuft durch bis jetzt. Das ist schon mal gut. So, jetzt Yoshi, wo bist du? Es gibt doch Yoshi! Nein! Aber das ist eine meiner Hassstrecken. Selbst wenn es den gibt, nimmst du den nicht. Ja, boah, den gibt's halt hier, auch. Du Lügner! Gibt's den wirklich? Ja, das ist bei denen da oben. Rechts. Nein, oben. Die alten. Die es dann mit der Wii U DLC gab. iCup, glaube ich. Ich war wirklich fest davon überzeugt, dass es den nicht gibt. Komm, das muss trotzdem sein. Also Jan. Aber ich war wirklich fest davon überzeugt, dass es das nicht gibt. Tja. Vor allem, die Strecke ist ja cool. Ich mag sie. Sie ist wie ein Yoshi geformt, aber
diese Abkürzungen wurden entfernt, vor allem dieser Tunnel, den man von der GameCube-Variante kennt. Und der GameCube ist einfach so niedlich, er ist so klein, der ist wirklich mit so einem Tragegriff. Und der Controller ist der beste. Auf welchem Platz ist das bei dir? Da bin ich immer noch dagegen. Ich habe halt nie viel gespielt außer bei dir und ich muss mich jedes Mal neu dran gewöhnen. Keine Ahnung. Wegen Nostalgie sogar wahrscheinlich hinter N64. Da weiß man wenigstens, wie man richtig festhalten muss. Du weißt es doch bei dem anderen auch. Naja. Du weißt es. Ja, es geht um die Allgemeinheit. Ja, es ging gerade um unsere Meinung. Ja, trotzdem, also... Komisch. Es gab das Gameboy-Kabel, damit man mit DBA-Spielen verbinden konnte. Das habe ich bis dato nicht. Ich muss mir das nochmal holen irgendwann. Damit ich das mit dem DBA-Gameboy... Gameboy Advance Golf verbinden kann, damit auch mal Golf Toadstool Tour diese richtigen Charaktere da, diese menschlichen Charaktere dann da drauf kommen. Die will man natürlich unbedingt haben. Ja, also für ein Fan ist es noch nicht so sicher. Dann gab es natürlich sowas wie Pokémon DX, Pokémon Colosseum gab es auf dem GameCube, WarioWare natürlich, Wario World, was dann ja auch so ein bisschen das 3D-Dings war dazu. Es gab Kirby Air Ride, was kein richtiges Kirby war, es gab nur Donkey Kong Bongo-Dings. Das war natürlich special. Mario Kart Double, der ist immer noch eines meiner Lieblings-Mario Karts. Doppeldings, einfach mit Spezial. Wie viele hast du da eigentlich? Ja, natürlich kommt jetzt auch noch das. Er hat auch natürlich noch die Abkürzung genommen. Nee, habe ich nicht. So, das warst du dann. Ach man. Ja, aber ich verbinde halt selten mit dem Gamecube. Ich habe so viele Spielstunden. Smash Bros. Ist auch gut da gewesen. Und auch die Grafik, es war halt ein so gigantischer Sprung. Natürlich war das N64 die erste 3D-Konsole, aber es war ein gigantischer Sprung. Ja, das auf jeden Fall, das kann man nicht leugnen. Die hat eine texturierte Hose von Mario und Smash. Die hat den Zitz, den Zitz. Hä? Ach schade, das wäre cool gewesen. Ich finde immer noch kacke, dass hier keine Millisekunden stehen. Was soll denn das? Ja, das ist aber super gewesen beim GameCube, Jan. Ich weiß gar nicht, gab's das beim M64? Boah, ich würde spontan ja sagen, aber ich bin mir absolut unsicher, keine Ahnung. So, weiß es nicht. Überlegen wir mal kurz, was noch für schöne Strecken gibt. Ja, schöne Strecken, genau ist das ist der Punkt. Gar keine. Weiß ich nicht, aber das ist wahrscheinlich auch einfach nur nostalgiemäßig. Ich mag die mal, ich weiß nicht, ich finde die halt irgendwie nicht so besonders. Ja, aber die Auswahl ist auch nicht gut. Es gibt coole Strecken, die hier nicht drin sind. Na gut, das stimmt halt auch wieder. Oh, nicht der Babypark. Nicht der Babypark. Nicht der Babypark, tatsächlich. Oh, und der Wave-Controller war der erste Controller ohne Kabel. Das ist gut möglich. Mit einem Empfänger. Es gab das letzte F-Zero, glaube ich. Oder war das auf dem GBA? Ich weiß gar nicht, wann das würde ich gerne noch spielen für den N64. Gehört noch im letzten Part. Ach, stimmt, das habe ich vergessen. Das habe ich komplett vergessen, die Existenz. F-Zero. Kommt das jemals zurück? Wir wissen es nicht. Als mehr als nur hier dieses 99-Game. Ja. Ich hoffe ja immer noch, wie viele andere, dass das einfach nur so eine mäßige Ankündigung, ey, wir haben es nicht vergessen, ist. Vielleicht kommt ja, aber das die hat nächste. Man damals auch gedacht bei Nintendo Land, wo das dann so ein Teil der Minispiele war. Und außerdem, man darf ja nicht vergessen, dass Mario Strikers auch seit Wii, also 2008 oder so gefühlt, auch keinen neuen Teil bekam und jetzt auch einen bekam. Also, unmöglich ist es nicht. Alter, ich hab's gegen sie gelenkt, ich bin so gut. Karmic, einfach neue Main hier. Für N64 würde ich zum Beispiel, gar nicht N64. Obwohl, doch so halb N64 würde ich auch gerne nochmal Star Fox Adventure spielen. Das sollte ja eigentlich auf dem N64 rauskommen. Und es kam jetzt sogar diese. Stimmt.
wie heißt denn das? Alpha-Version, sage ich jetzt einfach mal, davon wurde ja mittlerweile geleakt. Die kann man ja mittlerweile spielen. Vielleicht ist das sogar der Teil, den ich am ehesten von Star Fox spielen will, weil das halt so anders ist. Ja, abgesehen von den Charakteren hat das halt nichts mit Star Fox zu tun. Und was mir einfällt, es gab gar kein Yoshi-Spiel auf dem GameCube. Was willst du denn hier? Och, come on, ey. Da kommt natürlich hier wieder der Bowser Junior. Ich bin Kamek, ich bin deine Erziehung. Ich hab dich großgezogen, was soll das? Ich bin deine Erziehung. Jetzt nicht mehr, ich bin dein Vater, sondern ich bin deine Erziehung. Das ist ein bisschen höher gespielt als Vater. Ah, nein, ich hab das eine verpasst, genau. Tada, ich bin wenigstens einmal Erster geworden. Das reicht für mich. Jetzt hör mal auf, du musst Sieg erdenken. Ja, natürlich, aber das ist schon mal Genugtuung. Ich bin schon mal zufrieden. Sieg ist natürlich noch besser, aber... Wie kann es denn sein, dass du auf einmal jetzt nicht mehr so gut bist? Ich weiß es doch auch nicht, was da los war mit mir und was da auf einmal Besitz von mir ergriffen hat. Ja, oder was mit mir los war. Man muss es, sind ja mal zwei Seiten. Was habe ich denn hier noch? Das da. Kalt oder heiß, Lo? Wofür bist du? Kalt. Heiß. Kommt drauf an, wenn du in der Nacht bist. Ja, nee, ich bin auch für kalt. Ich bin immer für kalt. Da kannst du was gegen machen. Ja, das sage ich ja auch. Wenn warm ist, kannst du ausziehen und wenn du ausgezogen bist, was machst du dann? Ventilator. Dann ist es auch vorbei. Oder was kaltes Essen. Oh, Leute. Last Race. Und diesmal klappt alles. Was geht ab? Aber vor allem warme Klamotten. Ich finde, das ist halt so kuschelig. Das ist halt... wenn man im Winter... in sein Bett kommt, was schön warm ist, unter die Decke kuscheln, es gibt aber nichts Besseres. Aber jetzt kommt jetzt Themawechsel auf einmal. Ja, aber weil wir ja gerade bei GameCube waren, Controller gab's ja auch coole. Was hattest du für N64-Controller eigentlich? Standard. Also ich hatte nochmal erstmal, also wirklich einfach nur diese grauen. Und später weiß ich noch, halt Fakes davon nochmal, aber auch normal. Ich hab das doch! Von deinen Fake-Sachen. Eieiei. Der GameCube war das auch so schön. Und die waren halt noch schlimmer als die normalen 64-Controller. Die gingen halt noch schneller kaputt. Oh, dieser Stick ist halt auch einfach... Nee, das, ja, da kannst du kann nichts gegen sagen. Das ist halt kacke. Und ich find's immer noch kacke, dass die das bei diesem Remake für die Switch nicht geändert haben. Warum nicht? Ja gut, originalgetreu kann man meinetwegen sagen als, hier, wie heißt es, Rechtfertigung, aber es zählt nicht. Aber Anna! Oh Mann. Habe ich irgendein Spiel vergessen? Paper Mario. Luigi's Mansion? Muss man auch mal spielen? Ja, bald spielen wir das mit dem zweiten Teil. Ja, das ist gehört. Ich habe auch überlegt, ich habe jetzt gehört, dass es Twilight Princess und Wind Waker so Premium-Spiele. Nee, ich hatte gehört, dass. Ja, die arbeiten ja schon ewig an Wind Waker und so, dass es als Remake kommt. Das Ding ist, wenn Twilight Princess kommt als Remake, dann kannst du es direkt auch da spielen. Ja. Wäre natürlich Premium, aber so lange warten wir vielleicht. Ich hätte es halt auch gerne für die Switch. Die Frage ist, wenn nicht, hole ich es mir dann einfach für die Wii oder sowas? Oder emuliere ich es dann? Das ist die Frage. Habe ich deine Münze geklaut? Ja, das ist eine gute Frage. Weil ich könnte es mir ja so holen, dass ich es spielen kann. Mach. Frage ist, ist es mir das wert bei einem Wii, wo meine Sammlung halt eh noch winzig ist, wo ich auch gerne noch mehr hätte, aber was halt lange nicht meine Priorität ist. Weil da ist aber Bewegungssteuerung. Ja, das stimmt wohl. Nein, warum? Ach, was hab ich denn euch getan? Bitteschön. Dafür gibt's gleich Rache hinterher wieder. Jetzt läuft hier alles schief. Komm, ich hab die Banane weggenommen, du bist zu meiner nicht gefahren, dafür habe ich dir einen Panzer hinterher gehauen. Oh fuck. Ach Gott, Hilfe. Warum sind hier so viele auf einmal? Mann, was bist du denn für ein Scheißvieh? Nein! Ja! Sieg! Jawohl! Wo wir beide so kacke waren jetzt in dem letzten. Naja. Ich hab gedacht, boah, was passiert hier? So, Leute, wir haben das Gleichgewicht wieder hergestellt. Und
Beim nächsten Mal reden wir wahrscheinlich über den DS oder den 3DS, würde ich behaupten. Also nicht verpassen und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.